Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hier ist Radio Alex und es ist Showtime. Deinem Radio. In der kommenden Stunde nehmen wir Sie mit in die bunte Welt der Unterhaltung. Hören Sie die schönsten und beliebtesten Lieder, die das Entertainment hervorgebracht hat. Am Mikrofon Ihr Marc Rudolph. Und nun Vorhang auf und Spot an. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Showtime hier bei Alex Berlin. Am Mikrofon wie immer Ihr und Euer Marc Rudolph. Und wir beginnen gleich am Anfang mit meinem Interviewgast, dem Gründer des Berliner Theaterclubs Ottfried Lauer. Und ich sage Servus und Hallo. Hallo, schönen guten Tag und einen schönen Abend wünsche ich. Ja, lieber Ottfried, kaum jemand hat ja die Theaterlandschaft in Berlin so geprägt wie du mit diesem Theaterclub. Allerdings hast du dich ja vor ein paar Jahren auch ins Privatleben zurückgezogen. War denn dieser Schritt schwer für dich, so als Workaholic? Also es war sehr, sehr schwer. Meine René, meine Frau, die hat mich ja immer beredet, ich soll doch endlich mal aufhören. Und mit 76 Jahren habe ich dann mir erlaubt, in den Ruhestand zu treten. Es war ein wunderschönes Arbeitsleben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese ganzen Durchwanderung der Jahre mit den Theatern und immer wieder die spannenden Programme zusammenzustellen. Und das war schon eine wunderschöne Zeit. Und natürlich, wenn man so etwas hinter sich lässt, dann kommen doch ein paar Tränen, nicht? Das muss man schon sagen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja eigentlich, wenn man es so will, im Unruhestand, weil du ja noch so viele Ideen im Hinterkopf hast. Also da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Deine Liebe fürs Theater hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, schon sehr früh angefangen, schon bei deiner Ausbildung als Bankkaufmann. Da hast du ja schon begonnen, Theaterkarten für Schulgruppen und in Berlin zu organisieren. War das auch schon für dich der Grundstein sozusagen für den späteren Theaterclub? Auf jeden Fall. Also ich war ja in der Schülermitverwaltung, erst in der Wirtschaftsschule, in der höheren Wirtschaftsschule in Steglitz. Und nachher war ich ja in der Lehre als Bankkaufmann. Und auch da war ich in der Schülermitverwaltung und habe mir überlegt, wie man die Schüler am besten ins Theater bekommt. Und bin unermüdlich in den Pausen durch die Klassen gerannt und habe gesagt, hier, da müsst ihr unbedingt hingehen. Es war ja auch für Schüler nicht so einfach, Karten damals zu bekommen. Die Theater waren ja alle ausverkauft und Schülerkarten zu organisieren war nicht so einfach. Ich habe das immer so gemacht, dass ich die Karten einfach abgenommen habe dem Theater der Schulen und bin dann durch die Klassen gerannt und habe die Karten dann praktisch den Schülern angeboten. Und das war sehr eine aufregende Zeit. In meinem Zeugnis stand immer, Ottfried war ein reger Schüler. Nur er kam ständig zu spät zum Unterricht. Na klar, ich war immer mit den Tickets unterwegs. Das war ja auch bestimmt für dich auch ein Risiko, mit so vielen Theaterkarten dann loszulaufen. Die Karten sind immer alle weggegangen. Also zum Beispiel in der Bankschule war es so, war gegenüber war noch die Schule für Einzelkaufleute. Und dann, also meine Schüler haben mich im Stich gelassen, haben bin ich in der Pause einfach rübergegangen zu der Schule für Einzelhandelskaufleute und habe dann dort die Karten vergeben, nicht? Also ja, so ist das, hat es sich das fortgesetzt. Ich habe dann so einen kleinen Bauchladen auch aufgemacht, bin durch die Universitäten gereist mit meinen Eintrittskarten und das hat sich dann eines Tages, habe ich zu meiner lieben Frau gesagt, René, würdest du einverstanden sein, dass ich meinen Bankkaufmann an den Nagel hänge und mich nur noch dem Theater widme? Und da hat sie den großen Schritt gemacht, hat ja gesagt, weil es war ja auch nicht so einfach. Wir waren ja, René hatte ein schönes Gehalt verdient, die war bei einem Postschickamt, heutige Postbank, und ich habe nichts verdient, ich habe das Geld ausgegeben für Porto, für Papier und was nicht alles, um dann diesen Theaterclub einmal erst zu gründen und später dann hochzubringen. Wir haben ja praktisch mit 8 Mitgliedern angefangen und wie
weißt, waren es dann irgendwann mal 50.000 sogar. Also es war schon eine erfolgreiche Aufgabe. Dann müssen wir quasi deine liebe Frau Reni, zu der wir später im Laufe der Sendung auch noch kommen. Alle Künstler von Berlin und Umgebung, glaube ich, haben deine liebe Frau Reni sowieso ins Herz geschlossen und müssen ihr dankbar sein, dass sie dich da in diesem Weg auch unterstützt hat. Und du hast diesen Berliner Theaterclub ja als Vorsitzender geleitet. Was sind so deine schönsten Erlebnisse gewesen? Ja, also meine Idee, wie ich den Club gegründet habe, ich habe ihn ja mit Absicht Club genannt, das war eine Erhebung des Senats. Der Senat hat damals herausgefunden, die Theatergänger, das sind gleichzeitig Leute, die gehen gerne zum Fußball, die gehen gerne ins Kino, die gehen gerne tanzen, die reisen gerne. Und diese Erhebung habe ich mir praktisch zunutze gemacht, ging natürlich alles erst nach und nach, ich konnte nicht gleich alles diese Sachen verwirklichen, aber wir haben ja dann den Berliner Theaterball kreiert im Laufe der Jahre. Wir haben ganz viele Reisen, Kulturreisen organisiert, und diese Reisen, da war ja Reni immer die Reisebegleitung und hat für die Mitglieder, die da mitgereist waren, dafür auch gesorgt, wenn mein gesundheitlicher Schaden war, dass sie dann mit denen ins Krankenhaus gefahren ist oder das, und die konnten sich alle darauf verlassen, dass sie gut umsorgt waren. Und das war auch ein großer Erfolg, diese Kulturreisen. Das war Renis Sparte sozusagen. Mhm. Und dann muss man sagen, Reni hat ja mir den Rücken freigehalten für alles, was ich im Büro gemacht habe. Die hat praktisch den Kartenvertrieb organisiert. Wenn unser Fahrer damals gab es ja noch nicht die Computertickets, sondern da gab es dann noch die sogenannten Hardtickets, so kleine Eintrittskarten, vielleicht könnten sich vielleicht noch entsinnen daran. Und wenn der Fahrer kam und hat dann von den Theatern die Karten geholt und auf den Tisch ausgeschüttet vor Reni, ja, konnte man sich darauf verlassen. In zwei Stunden waren die alle aufgearbeitet, verteilt an die Mitglieder, mussten dann nur noch verschickt werden. Also sie war wirklich eine unheimliche Stütze, und ich konnte dadurch organisatorisch viel machen, weil ich wusste, Reni hat das alles rein vom Büro her verkraftet dann, ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also man sagt ja immer, ein Mann kann nur so stark sein wie die Frau, die hinter ihm steht. Aber bei euch merkt man ja, also ohne Theater hättet ihr nicht leben können. Und genau dasselbe hat Edith Hanke auch gesagt. Und zwar hören wir jetzt einen sehr, sehr schönen Musiktitel von ihr. Und dann sind wir gleich wieder da mit unserem lieben Ottfried Lauer. Ich war erst 6 Jahre. Da ging mir ein Licht auf. Ich brauche zum Leben das Publikum. Zu Omas Geburtstag sagst du ein Gedicht auf, bat mich meine Mutter. Ich hatte Mumm. Die Eltern, die Tanten, die Großeltern rührt ich, wofür ich den ersten Applaus errang. Und das hatte Folgen. Mit 17, da spürte ich in mir diesen mächtigen Drang. Ich muss zum Theater, da gehöre ich hin. Ohne das Theater hat das Leben für mich überhaupt keinen Sinn. Ich muss auf die Bühne, ich halt's nicht mehr aus. Denn ich brauch die Bühne, die Kulissen, die Schminke, das Licht, den Applaus. Wenn ich auf die Bretter dann am Abend kletter, sagen alle Leute, Donnerwetter, die ist mal was Neues und nicht wie gehabt. Und dann fand auch ein Direktor, ich bin begabt. Erst spielt man die Mädchen, das Gretchen, das Käthchen, und wenn man viel Glück hat, die Julia. Dann kommen andere Rollen, da ist nichts zu wollen,
Dann sind nämlich plötzlich viel Jüngere da. Dann spielst du die Stuart und nach ein paar Jährchen die Terzky, die Milford, solange es geht. Und nach Marthe Schwertlein die Hexe im Märchen. Dafür ist es niemals zu spät. So ist das Theater. Da gehöre ich hin. Ohne das Theater hat das Leben für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn man einmal drin ist, kommt man nie mehr raus. Denn man braucht die Bühne, die Kulissen, die Schminke, das Licht, den Applaus und das Lampenfieber. Das geht nie vorüber. Selbst ganz alte Mimen klagen darüber. Doch wir sind nicht traurig, wissen ja warum. Lampenfieber ist die Demut vom Publikum. Mein Studiogast heute, der wunderbare Ottfried Lauer, der Gründer und Erfinder des Berliner Theaterclubs. Lieber Ottfried, neben dem Theaterclub, also der ja sowieso schon, wie wir gerade gehört haben, sehr viel arbeitsintensiv war, hast du ja auch noch ein Konzert- und Gastspielagentur gegründet. Für viele bekannte Künstler warst du sozusagen das Sprungbrett in die Welt der Unterhaltung, zum Beispiel Max Rabe. Oder wer gehörte denn noch dazu? Wen hast du entdeckt und gefördert? Also ich meine, man könnte beinahe sagen, ich habe Künstler gesammelt. Du hast Künstler gesammelt. Also es ging ja los mit Insterburg und Co. Damals kamen ganz viele Schulklassen nach Berlin und die hatten nur ein Ziel, Musikkabarett Insterburg und Co. Und das war Karl Dall, Ingo Insterburg, Jürgen Barth und die, da wollten alle hin. Aber die haben immer um 23 Uhr gespielt. Und da bin ich zu Karl Dall, da habe ich gesagt, lieber Karl Dall, die um 23 Uhr müssen meine Gruppen ja schon alle im Heim wieder sein und schlafen, können wir nicht um 20 Uhr Vorstellungen machen. Und so ging das los. Im ersten Jahr 25 Vorstellungen in der Kongresshalle, heute Haus der Kultur in der Welt. Und in der Urania immer Donnerstag und Freitag jede Woche. Und war immer alles ausverkauft. Natürlich sind auch die Theatermitglieder da auch gerne reingegangen, so. Und dann habe ich geguckt, kamen andere und haben gesagt, wir wollen auch auf der Ulrich Roski und wie sie alle hießen, sind dann zu mir gekommen, haben gesagt, Mensch, du machst da lauter ausverkaufte Vorstellung, wir wollen gerne auch da bei dir auftreten. Und das war dann der Beginn und später war es auch so, dass ich Gilbert Vicot, weil er mir so gut gefallen hat, habe ich angerufen in Paris. Und dann haben wir ein Konzert in der Philharmonie mit Gilbert Bécaud gemacht, mit Lionel Hampton und. Also es waren hunderte von Künstlern, nicht zu vergessen, die Berliner Szene, die ich sehr gefördert habe. Also gefördert, ich habe den mit den Konzerten gemacht, zum Beispiel mit der unvergleichlichen Ada Hecht, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, die wunderschöne, also wunderbare, die Süße mit einer markanten Stimme, die ja im Zimmergarten aufgetreten ist, die habe ich in der Urania veranstaltet, in der Philharmonie veranstaltet, da kam die Vereinigung, Deutschlands Vereinigung, ein großes Thema. Dann haben wir das Berliner Ensemble gehabt. Und dann habe ich gesagt, Ada, du musst unbedingt im Berliner Ensemble auftreten. Und unser Ada hat gesagt, ja, aber da kann ich kein Brecht bringen. Ich sage, Ada, da musst du Brecht bringen, ja. Dann haben wir natürlich ganz viele Pianisten gehabt. Ich habe versucht, einen jungen Pianisten zu fördern, den Pascal von Stocki, den ich dazu gebracht habe, nachher ausverkaufte Konzerte in der Philharmonie und im Konzerthaus. Aber leider hat er dann später aufgehört, was ich sehr bedauert habe. Und ich habe natürlich Travestieveranstaltungen gemacht, Festival der Travestie, Unterhaltungsveranstaltungen und ganz viele verschiedene Genres. Also ich war nicht festgelegt. Ich habe Klassik genauso gemacht. Die Prager Symphoniker waren
Dauergast bei mir, also im Jahr ungefähr 30, 40 Konzerte. Und das berühmte Künstler, Nicole hieß das und so weiter, alle sind sie bei mir aufgetreten. Auch mein Lieblingskünstler zum Beispiel, Billy Moe, ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Billy Moe, ja, auch natürlich. Auch ein Olohut, ja. Und ja, solche Leute waren dabei. Das ist alles auch ineinander übergegangen. Ich habe natürlich dem Theaterclub auch zugearbeitet. Leute, die nicht im Angebot waren, im normalen Angebot, habe ich dann versucht zu bekommen und dann für die Theaterclub-Mitglieder auch ein schönes Programm zu haben. Ne? Und das waren immer, also ich durfte ja schon auch bei einigen Programmen anwesend sein. Deine Programme waren immer ein voller Erfolg. Und deshalb gehen wir doch jetzt einfach mal auf die Spuren des Berliner Theaterclubs und hören so ein bisschen rein. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ich lieb dein Mädchen in Lichterfelde, die lebte zu lange von meinem Gelde. Ich lieb dein Mädchen in Jungfernheide, wir liebten uns täglich alle beide. Ich lieb dein Mädchen im Grunewald, bei der war immer die Bude kalt. Ich lieb dein Mädchen in Wannsee, die konnte keinen nackten Mann sehen. Ich lieb dein Mädchen im Wedding, die wollte immer nur Pädding. Ich lieb dein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch bisschen doof. Ich lieb dein Mädchen in Neukölln, die wollte es niemals im Hellen. Ich lieb dein Mädchen in Heiligensee, da gab's zwischendurch Gebäck und Tee. Ich lieb dein Mädchen in Spandau, von der war immer der Mann blau. Ich lieb dein Mädchen in Tegel, die hatte Ohren wie Segel. Ich lieb dein Mädchen in Tiergarten, da musste ich immer bis vier warten. Ich lieb dein Mädchen Charlottenburg, die liebte Ingo Insterburg. Doch dann wurde es mir in Berlin zu klein, drum zog ich in ganz Deutschland ein. Ich lieb dein Mädchen in Plauen, da bin ich bald abgehauen. Ich lieb dein Mädchen in Gießen, auch die tat mich schnell verdrießen. Ich lieb dein Mädchen in Maheißen, die tat mir die Hose zerreißen. Ich lieb dein Mädchen im schönen Zerbst, da hielt die Hose bis zum Herbst. Ich lieb dein Mädchen in Mainz, die war gar keins. Ich lieb dein Mädchen in Kiel, auch da war nicht viel. Ich lieb dein Mädchen auf Rügen, wir liebten uns beim Fliegen. Ich lieb dein Mädchen in Papenburg, die liebte Ingo Insterburg. Doch dann wurde es mir in Deutschland zu klein und flog ich in die Welt hinein. Ich lieb dein Mädchen am Südpol, was selten da geschieht wohl. Ich lieb dein Mädchen in Österreich, für die war ich der Größte gleich. Ich lieb dein Mädchen auf Elba, die liebte lieber sich selber. Ich lieb dein Mädchen in Mexiko, die hat einen runden sexy Po. Ich lieb dein Mädchen in Indien, wir taten im Reisfeld Sünnien. Ich lieb dein Mädchen in Thailand, allein auf einem Eiland. Ich lieb dein Mädchen auf den Molokken, da fing's bei mir an zu jucken. Ich lieb dein Mädchen in Griechenland, die Liebe am schönsten beim Griechen fand. Ich lieb dein Mädchen in Frankreich, wer liebt uns auf einer Bank gleich. Ich lieb dein Mädchen in Schweden, die konnte Französisch reden. Ich lieb dein Mädchen in Italien, die liebt dich nur für Fressalien. Ich lieb dein Mädchen in den Niederlanden, unsere Kleider wir niemals wieder fanden. Ich lieb dein Mädchen in Polen, die hat mir die Unschuld gestohlen. Ich lieb dein Mädchen in der Sowjetunion, die sagte immer, jetzt mein Sohn. Ich lieb dein Mädchen in Ägypten, so lang bis die Pyramiden wippten. Ich lieb dein Mädchen in Luxemburg, die liebte Ingo Insterburg. Doch dann wurde es mir auf der Welt zu klein, drum zog ich in den Himmel rein. Ich lieb dein Mädchen auf Mars, ja, das war's. Wir haben einen spannenden Interviewgast heute, Ottfried Lauer. Lieber Ottfried, du weißt, 1989 mit dem Mauerfall hat sich ja Berlin und damit auch Theaterlandschaft verändert. Wie hast du, beziehungsweise wie hat der Theaterclub darauf reagiert oder besser, wie hast du diese Veränderung auch mit unterstützt? Ja, das war für uns ein ganz, ganz großes Anliegen, West und Ost zusammenzubringen. Also es war ja der Mauerfall, das war ein Mittwoch, ich war bei Herrn Schamoni zu Besuch zum Geburtstag an dem Tag. Und am nächsten Tag habe ich einen Fahrradboten geschickt. Wir hatten ja schon unsere schönen Bücher, 20 Jahre Theaterclub. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an alle Intendanten im Osten, habe denen auch ein Buch mitgeschickt von unserem Verein und habe gesagt, wir machen folgendes Angebot. Wir zahlen euch dieselben Beträge gleich in D-Mark West, wie wir an die Westberliner Theater gezahlt haben. Mhm. Also zum Beispiel ans Metropoltheater auf Brettenhaus damals noch, dasselbe wie ans Theater des Westens, die Staatsoper und die Komische Oper, dasselbe wie die Deutsche Oper. Also gleich habe ich alles gleichgestellt. Ich habe ein Programm gemacht, West und Ost, die gleichen Preise sozusagen.
Und dann habe ich meine Mitglieder motiviert, habe gesagt, pass auf, ihr kriegt jetzt hier Karten für die Staatsoper, aber zahlt bitte in D-Mark West, weil die brauchen jetzt das Geld. Und so ist es ganz schnell in Fluss gekommen. Im November war ja die Vereinigung. Im Januar habe ich mit Tränen in den Augen an meiner Schreibmaschine gesessen und habe ein Gesamt-Berliner Programm geschrieben. Das war wirklich ein ganz, ganz großes Ereignis für mich. Ja. Und es hat wunderbar funktioniert. Dann haben wir Veranstaltungen gemacht in Wolfgang Gruners Kneipe, so Vormittage, haben West und Ost zusammen eingeladen, Verlage aus dem Westen, Künstler aus dem Osten, damit die gleich ein kleines Sprungbrett haben bei den Verlagen. Wir haben in den einzelnen Bühnen große Feste gegeben, also in der Staatsoper eine große Gala, in der Komischen Oper, im Friedrichstadtpalast, da weiß ich, man musste ich durch so einen langen Schlauch kriechen und bin dann weiter auf der Bühne rausgekommen. Also das war alles ganz, also jedes Einzelne war ein Erlebnis, ja. Und dieses wunderschöne Leben mit den ganzen Künstlern, die wir kennenlernen durften, du hast ja vorhin schon Edith Tanko und Klaus Sonnenschein erwähnt, aber so gibt es ja ganz, ganz viele, mit denen wir praktisch ja diese 50 Jahre zusammen durchlebt haben, ja. Und das war ein ganz, ganz großes Erlebnis für René und für mich, dass wir dieses Leben führen durften. Ja, das war, wir haben viel gearbeitet, wahnsinnig. Aber es hat riesigen Spaß gemacht. Und immer wieder zu sehen, wenn ein Theaterstück bei der Premiere Erfolg hat, da hatten wir schon während der Vorstellung überlegt, wie kannst du deinen Mitgliedern dieses Programm näher bringen. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Stück dann gesehen habe, wo ich gesagt habe, oh Gott, nee, das geht doch nicht. bin ich natürlich auch kritisch gewesen und habe also nicht gerade so ein bisschen geschrieben mit unserem Programm. Aber wie gesagt, das ist, wenn man noch Rudolf Platte und wie sie alle hießen, dass ich die alle persönlich kennenlernen durfte, ja. Und bei den vielen Talkshows, die wir auch veranstaltet haben, dann denen auch eine kleine Hilfe geben konnte, ihre Veranstaltung zu promoten und so weiter. Das war schon eine sensationelle Zeit, ja. Ja, und die Zeiten haben sich ja auch dann sehr positiv auch entwickelt. Nach der Wiedervereinigung sind ja auch viele Künstler, die früher nicht zusammenkommen konnten, zusammengekommen. Und das sind ganz tolle Veranstaltungen auch bei rausgekommen. Das ganze Leben ist halt ein Spiel, wenn man so möchte. Und das hat auch Herbert Köfer schon ganz schön in dem folgenden Lied erkannt. Und wir sind gleich wieder da mit Ottfried Lauer. Immer wenn der Vorhang aufgeht und ihr sehr gespannt herauf seht, ahne ich im Dunkeln dein Gesicht. Hör es schon von unten knistern, leise Stimmen lachen, flüstern, steh geblendet da im Rampenlicht. 4, 5, 6 Sekundenlängen muss ich noch die Angst verdrängen, Lampenfieber vor dem ersten Satz. Dann schlüpf ich in meine Rolle, fühl wie stets die wundervolle Spannung bis zum allerletzten Platz. Die Wege zum Applaus sind niemals eben. Das Leben ist ein Spiel, das Spiel mein Leben. Und dann wird geliebt, gestritten, laut gelacht und stumm gelitten, ewig wechselt Freude mit Verdruss. Damen, Dramen und Intrigen, Röcke rascheln, Degen fliegen, wie's der Dichter will bis hin zum Schluss. Kenn mich aus in allen Szenen, süßes Lächeln, bittere Tränen, frag mich nicht, weiß nicht wie viele Mal. Hochzeit, Taufe, Recht, Festscheidung, neue Masken, andere Kleidung, Brille, Bart, Perücke oder Karl.
Die Augen, die lass ich mir nie verkleben. Das Leben ist ein Spiel, das Spiel mein Leben. Immer wenn der Vorhang zugeht, alles nach dem Stück zur Ruhe geht, schlafe ich vor Mitternacht nie ein. Liege wach und überlege, was ich spiele und durchlebe, oft mit anderen, aber auch allein. Und da ist nicht nur die Bühne, bin am Ende nicht nur Mime, mehr macht mir das Leben selber aus. Da trag ich die größten Rollen, lieben, Sorgen sein und wollen, wach sein für ein friedliches Zuhause. Das Leben ist nur einmal mir gegeben, das Leben ist kein Spiel, ich will es leben. Das Leben ist kein Spiel, ich will es leben. Küffer, das ist natürlich ein Mensch, den man unheimlich bewundern muss, dass er in seinem hohen Alter noch gespielt hat. Auch bei Jedermann habe ich hier, durfte ich ihn ja kennenlernen, im Berliner Dom, den ich ja praktisch, wo ich den Kartenverkauf organisieren durfte. Und dass er jetzt immer noch so fit ist und so fröhlich ist, das finde ich ganz toll. Hut ab. 1976 kamst du auf die Idee, zusammen mit Horst Braun einen Theaterpreis zu stiften. Und jetzt kommt das, was war denn das Besondere an dem Theaterpreis? Wir sprechen vom Goldenen Vorhang. Ja, also ich habe mich immer geärgert, dass irgendwelche Preise vergeben wurden, die also nichts mit dem Publikum zu tun hat, sondern eine Jury, sei es von der Presse zusammengestellt oder. Ich will dagegen nichts sagen, aber es hat nichts mit unserem Publikum zu tun. Und ich wollte die Künstler ehren, die jeden Tag für unser Publikum vom Theaterclub auf der Bühne stehen und da Erfolg hatten. Und deshalb haben wir diesen Preis erfunden. Wir haben jedes Jahr eine Abstimmung gemacht. Jedes Mitglied hatte eine Stimme und konnte dann wählen, wer ist der beliebteste Schauspieler einer Theatersaison. Und da haben wir dann immer den Goldenen Vorhang verliehen. Das hat den Künstlern sehr, sehr gut getan, weil das eben vom Publikum direkt ausgegangen ist. Und das hat den Künstlern auch sehr gut gefallen. Den haben wir dann immer einen schönen Rahmen verliehen, nämlich bei unserem Berliner Theaterball. Das war immer der Höhepunkt dann unseres Balls. Und das war immer ganz toll, die verschiedenen Verleihungen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir nun, wie Ottfried Lauer die Preisträger beim Theaterclub für den Goldenen Vorhang ansagt. Liebe Theaterfreunde, der Goldene Vorhang ist der einzige Preis für Schauspieler, der vom Publikum direkt verliehen wird. Jährlich wird die beliebteste Schauspielerin und der beliebteste Schauspieler einer Theatersaison gewählt. Die Gewinner der Wahl erhalten dann den Goldenen Vorhang. Und jetzt viel Vergnügen mit den Preisträgern. Wünscht Ihnen Ihr Ottfried Lauer. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ich bin sonst ja nicht sehr eitel, doch von meinem Mittelscheitel Sahneläuse, das ist ein Boulevard. Er wird Mäus in Kessenbohnen wie mit Lineal gezogen. Dann kommt viel Schweineschmalz ins Haar. Uhrkette mit Marmelage, kaum getragene Kledage, auch mein grüner Schlips fällt aus dem Rahmen. Und der Kran mit dem Biber lässt wohl keinen Zweifel drüber, wie ich zu den Kosenamen kam. Der schöne Franz, der schöne Franz, das ist ein Mann von ausgesuchter Eleganz. Geh ich zum Tanz im Schwalbenschwanz,
verfällt mir jede Frau mit Leib und Seele jetzt. Niemals wird das Geld mir alle. Ich hab eine feste Kalle. Säuen sind für mich keine Gespenster. Friederchen ist Anfang 30 und sehr treu und äußerst fleißig. Kickt für mich den ganzen Tag aufs Fenster. Aus dem Keller muss ich kohlen und vom Hof das Wasser holen. Denn für sowas fühl ich mir zu fein. Sie muss mir den Schnurrbart stutzen und die Jimmy-Schuhe putzen. Will sie nicht, dann kriegt sie eine rein. Vom schönen Franz, vom schönen Franz, das ist ein Mann von ausgesuchter Allianz. Der schöne Franz hält auf Distanz, sonst zieht er mit dem Taschenmesser gleich Bilanz. Neulich kam mir einer dämlich und das war mir unbequemlich. Drum zog ich ihm Bierglas durch die Fresse. Er musste in die Charité, doch ich kam gleich nach Plötzensee. Daher hab ich die interessante Blässe. Gestern hab ich eingebrochen, jede Zeitung hat's besprochen. Die Kritiken waren soweit ganz gut. Einer bloß schrieb von Banditen, sowas lass ich mir nicht bieten. Na, der ruht jetzt unter seinen Hut. Der schöne Franz macht alle die Jans. Mit meiner Faust radier ich jede Dissonanz. Drum übt Distanz vom schönen Franz, sonst kauft euch gleich ein Erbegräbnis und ein Kranz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, immer noch mein Studiogast heute und ich bin so glücklich, dass er sich Zeit genommen hat, Ottfried Lauer. Und jetzt kommen wir zu meinem, da geht mir das Herz auf, zu meinem Lieblingspart. Du bist mit deiner wunderbaren Frau Reni seit 55 Jahren verheiratet. Erzähl uns doch bitte, was das Geheimnis von eurer Ehe? Ja, das Geheimnis ist, dass wir praktisch den Tag niemals beenden mit irgendeinem Streit. Also wir gehen nicht ins Bett, bevor nicht der Streit ausgeräumt ist. Ja. Aber wir haben uns ja in all den vielen Jahren wirklich niemals auseinandergelebt. Oder es war immer so prickelnd und so interessant, unser Leben. Reni war ja im Büro mit dem Kartenverkauf oder mit dem Kartenvertrieb beschäftigt. Ich war in der Organisation, habe die Programme geschrieben und natürlich habe ich sie um Rat gefragt, wenn es da um das und das ging. Sie hat Korrektur gelesen. Und so war das ein gemeinsames Leben für die Theater. Morgens bei unseren Talkshows am Sonntag früh, welche Frau macht da schon mit, dass sie, wenn sie 6 Tage die Woche sowieso arbeitet, am Sonntag dann noch morgens ins Hotel geht und leider Gottes muss man sagen, die Organisation in den Hotels war ja nachher nicht mehr so doll. Wir mussten auf den Tischen vorher, bevor wir das Publikum reingelassen haben, die Schuppen zählen, ob die auch genügend Brote bekommen haben oder sowas. Aber die Talkshows selber, habe ich gerade vorgestern zu Reni wieder gesagt, es war so ein schönes Erlebnis, weil es immer ganz anders war, wie man sich vorgestellt hat. Und die Künstler, die zu diesen Talkshows kamen, ich habe das immer versucht, so aufzubauen, einen Prominenten, der dann auch das Publikum ein bisschen gezogen hat und dann von den kleineren Bühnen andere Künstler, die sich da präsentieren können und das Publikum dann in diese Bühnen dann auch gezogen hat. Und das hat immer sehr gut funktioniert, all die vielen Jahre. Ja. Ihr beide, ihr seid ja ständig unterwegs, also das ist, ich sage immer, kommen die schönsten Postkarten aus der ganzen Welt, ihr reist so viel durch die Gegend. Was ist denn euer Lieblingsziel? Wo fühlt ihr euch am meisten zu Hause? Ja, also wir waren ja 30 Mal auf der Insel Aegina, das ist in Griechenland, im Saronischen Golf in der Nähe von Athen. Und diese Insel, die haben wir sehr, sehr lieb gewonnen. Da waren wir immer mit großen Gruppen, meistens so 100, 120 Leute. Und das war natürlich toll, über diese Insel zu laufen mit den Bürgern dort, mit den Griechen. Waren wir vielfach befreundet mit den Geschäftsleuten dort, mit dem Kurfürstendamm sozusagen von der Agia Marina. Also das ist der Ort dort auf der Insel. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Der René kann ja davon ein Lied singen, die war ja in der ganzen Welt buchstäblich mit Gruppen unterwegs, sogar bis Bali, sie war also in Norwegen, in Frankreich, in Ägypten mehrere Male, in Marokko mehrere Male, also überall, wo es Kultur gab, war sie natürlich in der Türkei, war auch drei ganz tolle Reisen, war sie in der Türkei. Und sie hat diese Reisen immer sehr, sehr gerne gemacht mit Publikum. Und weil man dann auch gehört habe, sein Ohr bei diesen Reisen am Publikum hatte und dann auch wieder viele Ideen mitgebracht hat. Und wir persönlich sind natürlich immer auch verreist, privat, im Sommer, und zwar zum Weißen See. Also viele denken, Weißensee, das ist ja nicht weit hier in Berlin. Österreich. Das war der Weißensee in Österreich, 1000 Meter hoch, ungefähr der höchste Badesee der Alpen, eine wunderschöne Landschaft, toll zum Wandern, zum Schwimmen. Und da haben wir uns immer prächtig erholt. Man muss sich das so vorstellen. Dann war der Juni vorbei, dann kamen die Sommerferien. Und dann war Reni und auch ich vollkommen ausgelaugt. Also dann sind wir meistens mit dem Autoreisezug nach Villach gefahren und dann zum Weißensee. Und dann haben wir uns 3 bis 4 Wochen dort prächtig erholt und haben wieder Kräfte gesammelt für die neue Saison. Und deshalb waren wir damals über 30 Mal am Weißensee. Erst hat war sehr viel Spaß dort auch gemacht. Das war natürlich nicht so luxuriös, sondern es war richtig schön bürgerlich, und das hat uns dort sehr, sehr gut gefallen. Das glaube ich dir. Kannst du dir denn vorstellen, wo Heinz Rennach gerne Urlaub machen würde? Ja, an der See vielleicht. Also musikalisch gesehen möchte er auf die Fidschi-Insel, und da werden wir jetzt nämlich ihn hin begleiten, denn er lässt sich da sein Körper schwarz bepinseln. Ach, wie teuer ist es in Paris, doch die Frauen sind sehr süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack, so geht das Tag für Tag, das ist nicht mein Geschmack. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und geh mit meiner Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Ach, wie herrlich ist doch die Fidschei. Da lebt man steuerfrei und ohne Polizei. Auch von Smoking nirgends eine Spur. Man liebt dort eines nur, das ist die Nacktkultur. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und geh mit meiner Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Wenn wir über Tiere sprechen, also jeder hat ja irgendwann mal in seinem Leben ein Haustier, Da hattet ihr beide ein ganz besonderes, und zwar ein Papagei. Ein Papagei, ja, das war jahrelang unser praktisch ein Zimmergenosse. Aber weil du gerade gesagt hast, darf ich nochmal zurück zu den Fidschi-Inseln. Ja, unbedingt also, gerne. Als ich klein war, ein kleiner Junge war, habe ich immer geträumt von der Südsee. Südsee, 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 wo ja auch die Fidschi-Inseln sind. Und diesen Traum konnte ich mir nie erfüllen, weil wir immer im Sommer Urlaub gemacht haben, wenn die Theaterferien waren. Und dann habe ich gesagt, so jetzt bin ich 76
Und jetzt bin ich nicht mehr in der Firma. Und das Erste, was wir gemacht haben, eine vierwöchige Reise in die Südsee und natürlich auch zu den Fidschi-Inseln. Also das habe ich, diesen Wunsch habe ich mir erfüllt. Ja, und um jetzt zu unserem Otto zu kommen, das war ein prachtvoller roter Ader. Und wir hatten schon mal einen Gelbbrustader, als wir früher berufstätig waren, aber den, was ich damals nicht wusste, man darf diese Vögel nicht alleine lassen oder man muss zwei kaufen. Und den haben wir dann in gute Hände weitergegeben. So, und eines Tages ließ ich in der Zeitung Papageien, ein junger Papagei abzugeben. Und dann habe ich ohne wenig was zu sagen, bin ich da hingefahren und habe mir den angeguckt. Und der Papagei guckt mich an und sagt zu mir, Papa? Und da war ich natürlich hin und weg. Habe diesen Papageien dann gekauft und dann kamen die in unser Büro. Und zufälligerweise war Reni mit dem Fahrstuhl, wie die den gebracht haben. Und da hat sie gesagt, wie wollen sie denn? Da hat sie Lauer. Da hat sie erstmal schrecklich gekriegt, aber nachher war es ja so, der Papagei war kein Papagei, er war ein Mamagei. Ja? Hm. Er hat meine Frau, die Reni heiß und innig geliebt und hat die hauptsächliche Zeit immer mit Reni verbracht. Im Büro war es ja so, er hatte in jedem Raum einen Papageienständer mit Blätterbaum. Also wenn Reni im Haus war, dann kam er zu mir in meinem Büro und war sehr zufrieden, dass er mir zugucken konnte bei der Arbeit. Und am Wochenende oder wenn wir nach Hause gefahren sind, haben wir ihn dann mitgenommen. Dann ist er im Auto mit nach Hause gefahren. Das war natürlich immer, wenn Reni nun verreist war, ja, was war dann? Dann hat der Papagei bei mir auf dem Nachbarsitz gesessen und ist dann auch mit mir ins Büro gefahren. Und das haben die anderen Autofahrer, dachten sie nicht richtig, wenn sie den Papageien in dem Auto gesehen haben. Dann war das quasi ein sehr liebes Tier, ganz toll. Dann war das quasi ein Wanderfalke, wenn man so möchte, und kein Papagei. Aber es ist ja auch sehr besonders. Jeder findet ja sein eigenes Tierchen. Johanna von Kotzian hat ja auch eins gefunden. Und zwar, sie ist ganz überraschend und musikalisch auf den Hund gekommen. Sommertag zur Reisezeit. Der Parkplatz war leer und kein Mensch weit und breit. Ein Hund saß winselnd im Gras allein. Er schien schon lange verlassen zu sein. Seine Augen, die haben mir alles gesagt. Gehörst du denn keinem? Hab ich ihn gefragt. Ohne Halsband und Marke bist du wie ohne Pass. Also steig hinten ein, aber mach mir nichts nass. Jetzt sind wir total auf den Hund gekommen. Wir lieben ihn jeden Tag mehr. Durch ihn ist unser Glück vollkommen. Wir geben den Hund nicht mehr her. Sein Fell war glanzlos, die Ohren zerzaust. Zu Haus haben wir ihn dann erstmal entlaust. Mein Mann, der täglich die Zeitung liest, stellte fest, dass den Hund keine Seele vermisst. Die Kinder bettelten, lasst ihn doch hier. Er ist ein so treues und dankbares Tier. Seine Schnauze stupste ganz zart meine Hand. Wir haben ihn später Bonzo genannt. Jetzt sind wir total auf den Hund gekommen. Wir lieben ihn jeden Tag mehr. Durch ihn ist unser Glück vollkommen. Wir geben den Hund nicht mehr her. Bonzo knurrt und die Zähne zeigt, dann ist kein Ganove zum Einbruch geneigt. Er lässt keinen Fremden aufs Grundstück drauf, er hütet das Haus, passt aufs Baby auf. Nur den Briefträger beißt er ins Hosenbein. Das muss wohl eine schlechte Erinnerung sein, weil Bonzo dann immer so wütend
wütend bellt, wird uns jetzt die Post nicht mehr zugestellt. Jetzt sind wir total auf den Hund gekommen, wir lieben ihn jeden Tag mehr. Durch ihn ist unser Glück vollkommen, wir geben den Hund nicht mehr her. Wohnt bei uns nun schon längere Zeit. Dass wir ihn behielten, hat uns nie gereut. Ob's hagelt, ob's regnet, ob's stürmt oder schneit, wir gehen an die Luft, weil sich Bonzo drauf freut. Es muss wohl das viele Spazierengehen sein. Mein Mann schläft jetzt wieder ohne Schlafmittel ein. Er dreht noch mit Bonzo paar Runden ums Haus. Erst dann gehen bei uns die Lichter aus. Jetzt sind wir total auf den Hund gekommen. Wir lieben ihn jeden Tag mehr. Durch ihn ist unser Glück vollkommen. Wir geben den Hund nicht mehr her. Wir geben ihn nie wieder. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Gibt es denn Menschen, die dich sehr beeindruckt haben oder geprägt haben? Ja, also das war Boy Gober zum Beispiel, einer der Theaterleiter, die wirklich mich erstaunt haben und auch mich beeinflusst haben in meiner Arbeit, dass ich mir noch mehr Mühe gebe. Und ganz viele Künstler, ich will jetzt gar keine Namen weiter nennen, natürlich waren wir mit vielen Künstlern befreundet, mit Edith Hanke, Dagmar Biener, Klaus Sonnenschein, mit Edith und Sonne waren wir praktisch jede Woche ja auch einmal essen und hier in Spandau. Und das war wirklich, kann ich gar nicht sagen, dass irgendeiner mich ganz besonders beeindruckt hat. Es waren alle Künstler, jeder für sich, auf seine Art, hat uns geprägt, René und mich auch. Hast du eigentlich ein Hobby, was du dem du jetzt nachgehst? Ja, ich habe ein Hobby und zwar meine Briefmarken. Also ich habe ja die ganze Zeit, wo ich jetzt tätig war, habe ich Briefmarken gesammelt, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich hatte ja meine Theater und ich habe ja zusammen mit René für das Theater gelebt. Und jetzt komme ich hier nach Hause, habe nichts mehr zu tun und mache den Schrank auf. Und welchen Schrank ich auch aufmache, stürzen mir Briefmarken entgegen. Und so habe ich jetzt viele schöne Alben mir bestellt und gucke mir die Briefmarken an, lese mir durch etwas über die Künstler. Es ist ja heute wunderschön im Internet, kannst du dir gleich das aufrufen, was derjenige, der da abgebildet ist, bewirkt hat. Und das ist eine ganz schöne Welt, diese Briefmarkenwelt. Und damit beschäftige ich mich. Nicht? So. Beschreib uns doch einen perfekten Tag. Was ist denn für dich ein perfekter Tag? Du meinst jetzt bei Corona oder ohne Corona? Ich meine ein perfekter Tag ist, wenn ich aufstehe morgens, gucke raus, die Sonne scheint, gucke in den Garten, die Vögel singen bereits ihr Morgenlied und ich gucke in ein lachendes Gesicht von René, gehe dann in mein Zimmerchen und mache zuerst meine Fahrradtour auf den Home Trainer und dann mache ich eine halbe Stunde Gymnastik und tue so meinen Körper ein bisschen trainieren. Dann gehe ich runter und mache das Frühstück für René und für mich. Und dann gucken wir, was wir für den Tag machen wollen, ob wir noch was einkaufen wollen oder ob wir essen gehen wollen. Geht ja jetzt Gott sei Dank wieder. So, und dann gucken wir in den Garten. Dann wird erstmal der Garten gesprengt und bewässert, weil es ja draußen die Sonne scheint. Da gibt es gar keinen Regen. So, und dann essen wir etwas Schönes zum Mittag, meistens einen Apfel oder jetzt auch mal eine Wassermelone, die besonders schön sind im Moment. Und dann
geht es weiter, indem wir im Garten etwas arbeiten, spazieren gehen an der scharfen Lanke, was leider zurzeit nicht geht, weil die scharfe Lanke wird dummerweise total umgebaut, was vollkommen unnötig ist und Steuergelder verschwendet hoch drei. Gut, wollen wir uns nicht drüber ärgern, sondern wir wollen ja einen perfekten Tag sagen. Also wir gehen da ein bisschen spazieren oder fahren auch mal zu meinen Eltern oder zu Renis Mutti zum Friedhof und gucken, wie die Gräber sind. Und dann abends gucken wir uns jetzt, solange es keine Theater gab, ein schönes Fernsehprogramm aus und sehen abends ein bisschen fern. Und jetzt freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir wieder ins Theater gehen können. Sonntag zum Beispiel ins Schlossparktheater und eine Woche später ins Schillertheater, also Komödie im Schillertheater. Also wir freuen uns riesig wieder auf die Theater. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil du gerade das Schillertheater erwähnt hast, das ist gleich eine schöne Überleitung zu unserem nächsten musikalischen Gast, den ich in die Sendung mit reinnehme. Denn unser lieber Freund Georg Preuße alias Merry hat ja im Schillertheater mit schillernden Zeiten gleich eine ganze Liebeserklärung oder eine Hymne für Berlin geschrieben. Und ja, die hören wir uns jetzt einmal an. Ist es schön in München der Föhn? Doch es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, Berlin. Mein Schritt auf Asphalt, der Ton widerhallt, wird zu einer Melodie, die heißt Berlin, Berlin. Dich nicht entziehen, der Stadt voll Harmonien, halt mich ganz fest, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, in dieser Stadt bringt mich die Nacht nie mehr ins Nest, denn dieser Pulsschlag der Stadt bringt dir die Nacht dich voll auf du, ja, Spaß rund um die Uhr. Ja, das ist Berlin, ich kann ihr nicht entfliehen, kann ihr mich nicht entziehen. Halt mich ganz fest, Berlin, Berlin. Womit kann man dir denn eine Freude machen? So, es ist ja sehr schwierig, mir eine Freude zu machen, aber wenn überhaupt, dann eine kleine Pflanze für unseren Garten. Und diese Pflanze erinnert dann auch gleichzeitig immer an denjenigen, den er so uns geschenkt hat. Und das ist immer was sehr, sehr Schönes. Dann werden wir dir auf alle Fälle beim nächsten Besuch eine kleine Pflanze mitbringen. Lieber Ottfried, ich bedanke mich von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns Einblicke auf dein spannendes Leben zu werfen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die ist mir sehr wichtig. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe des Theaters in der heutigen Zeit? Ja, das Theater lebendig halten, das Theater interessant gestalten, damit es immer für das Publikum, was zu dieser Zeit lebt, Anziehungskraft hat. Also es soll nicht nur belehren, das Theater, es soll auch unterhalten, aber es muss immer witzig und interessant und gut gespielt sein, damit es das Publikum anzieht. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wieder sehen und auch wieder hören. Alles Liebe und tschüss!
ich darf mich bedanken und verabschiede mich. Und grüß Reni. Grüße auch an Reni. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Und wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich einfach hin. Wunderschön ist in Paris, in der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heute noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Und wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder. Und schon sind wir wieder am Ende der besonderen Ausgabe von Showtime hier bei Alex Berlin. Und wer mehr über das Leben meines heutigen Gastes Ottfried Lauer erfahren möchte, dem kann ich nur wärmstens seinen YouTube-Kanal Ottfried Lauer empfehlen. Schauen Sie doch da gerne einfach mal rein. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht versäumen, Ottfried Lauer noch nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, können Sie diese auch in der Mediathek bei Alex Berlin nachhören. Und ich sage jetzt Servus, Pfiat Gott und auf Wiedersehen und freue mich schon, wenn wir uns in 2 Wochen hier bei Alex Berlin wiederhören. Denken Sie mal dran, liebe Hörerinnen und Hörer, überall, wo Herzen schlagen, kann man eine schöne Zeit erleben. Ihr Marc Rudolph. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, es ist wie ein Rausch und nur der Augenblick zählt. Wie ein brennendes Fieber, wie ein Stück Glück. Ein längst vergessener Traum erwacht zum Leben. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.